Jonas Rutsch, wie war dein Klassiker-Auftakt? Gut, ich bin zufrieden, also mit meiner Performance. Ich denke, man hat mich relativ viel gesehen im Bild, immer in den entscheidenden Momenten. Und das Bein war gut. Zum Schluss war es jetzt nicht das Ergebnis, was wir uns erhofft haben, wofür wir heute hierher gekommen sind. Aber ich denke, ja, ich bin zufrieden gewesen. Ja, ihr wart in der Verfolgergruppe, in der großen, noch zu dritt vertreten. Hat das... Zu viert sogar, ich habe euch nur zu dritt gesehen, zu viert. War das so, wie ihr euch das vorgenommen hattet, das Rennen so zu gestalten? Ja, wir wollten schauen, dass wir so viele wie möglich zum Schluss noch im Game haben, dass wir verschiedene Karten spielen können. Am Bossberg ist Stefan Küng, kurz am Bossberg ist Stefan Küng losgefahren, über die Kapellmur. Ich konnte dann über die Kuppe aufschließen. Sah es auch kurz so aus, als würde sich eine Gruppe bilden, aber dem war dann nicht so. Ja, und dann waren wir den Rest vom Rennen eigentlich damit beschäftigt, im Finale die Gruppe zurückzuholen, was nicht ganz geklappt hat. Einer ist ja weggeblieben, soweit ich das im Überblick hatte. Ja, Van Baarle, der fährt relativ zeitig weg und ist dann super stark. War das heute auch so für Jumbo-Visma so der Schlüssel zum Erfolg, dass sie eigentlich immer mit mehreren Fahrern vertreten waren und dann auch das taktisch so spielen konnten? Ja, ich denke, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist eben, dass sie individuell sehr stark sind. Also Van Baarle bleibt da dann auch noch weg zum Schluss. Da muss man natürlich auch das Bein dann dafür haben. Für dich persönlich, was nimmst du mit nach dem Rennen heute? Form super und ich freue mich auf mehr. Danke.